Beispiel mit dem Chef, mit den Kindern, mit den Nachbarn, was auch immer, mit dem Konto, dann versuche ich immer im Außen irgendwas zu ändern. Das heißt, ich bin immer bestrebt, in der Regel, jetzt meinem Partner zu sagen, hör mal, jetzt räum mal deine Klamotten abends weg. Oder wenn du im Büro bist, ruf mich doch mal an, wann du nach Hause also kommst. Ja? Also das heißt, ich versuche immer im Außen etwas zu ändern. Jetzt übertragen wir das mal auf den Spiegel. Ich schaue also in den Spiegel, mein Partner ist in dem Fall der Spiegel. Ich male in diesem Spiegel mir jetzt zum Beispiel dicke Augenbrauen, wenn ich da reingucke. Dann habe ich im Spiegel etwas verändert, sprich bei meinem Partner. Sieht in diesem Spiegel jetzt vielleicht für einen Moment gut aus. Jetzt gehe ich in eine andere Ecke, schaue in einen anderen Spiegel, was sehe ich jetzt da? Mich ohne diese Augenbrauen. Das heißt, ich kann also wirkungsvoll und nachhaltig oder überhaupt generell was ändern, indem ich etwas an mir selber ändere, indem ich mir selber ins Gesicht diese Augenbrauen male. Dann werde ich in jedem anderen Spiegel, in den ich reinschaue, egal ob es ein kleiner, ein großer, ein verzerrender ist oder sonst wie, immer mich mit diesen angemalten Augenbrauen sehen. Und das finde ich ganz wichtig in der Matrix, dass wir eben da auch durch diese Arbeit lernen, diese Konsequenz zu verstehen, dass wir nur bei uns etwas ändern können, erstmal können, damit es sich im Außen zeigt. Also damit dieser Spiegel ein anderer wird. Dann kommt oft manchmal so eine Frage, naja, mein Kind ist so schlecht in der Schule und kann man nicht da irgendwas machen? Das heißt, erstens arbeite ich nicht mit einer anderen Person, die damit nicht einverstanden ist oder von der ich es jetzt so nicht zurückgemeldet gekriegt habe, dass es okay ist. Und zweitens mal arbeiten wir doch mit Ihnen. Wie geht es Ihnen denn damit, dass bei Ihrem Kind so schlecht in der Schule läuft? Weil es wird eine Auswirkung auf das Kind haben, wenn ich zum Beispiel mit der Mutter arbeite. Weil das Kind ist ein Spiegel und die Kinder sind fantastische Spiegel. Da kann ich auch aus meiner Familie ganz tolle Sachen zeigen. Also Kinder sind unsere besten Spiegel. Nutzt die, wo es geht und guckt euch an, was euch die Kinder zum Beispiel gerade zeigen. Ist es was ich am meisten an mir selber nicht leiden kann zum Beispiel? Gibt es auch verschiedene Ebenen dieser Spiegel? Oder was mache ich mit mir gerade zum Beispiel? Jetzt, Moment, dass ich das verstehe. Wenn du in den Spiegel schaust, ist das dann ein Aspekt von dir, den du da siehst, oder siehst du da eine beliebige andere Person? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden noch. Okay, also wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich immer mich. Ja? Aber dieser Spiegel kann eine andere Person sein. Okay, das ist natürlich recht interessant, weil eine andere spirituelle Schule sagt natürlich, dass wir auf einer bestimmten Ebene alle verbunden sind. Genau. Oder ich meine, das sagen eigentlich sehr viele spirituelle Schulen. Das läuft im Grunde hinaus. Also das heißt, sagt ja auch das, wenn ich sage, ich kann nur im Außen etwas bewirken, wenn ich an mir etwas verändere. Okay, das heißt, ich... Und dadurch, dass ich dann mit meinem Spiegelbild arbeite, das auch gleichzeitig über andere sein kann, ist ein bisschen kompliziert. Aber okay, kann ich dann quasi über diesen Umweg, was jetzt auch wieder ein Ritual ist, wenn man so will, auf meine Welt und auf meine Umwelt Einfluss nehmen? Genau, also indem ich mit der Mutter arbeite, wie es ihr geht, dass es ihrem Kind in der Schule nicht so gut läuft, arbeitet sie ja an sich selber. Und das Kind ist ein Spiegel. Das kann ja sein, dass die Mutter sich dann auf einmal anders zu dem Thema fühlt, weil sie selber früher Stress in der Schule hatte oder sie ist nicht gefördert worden von den Eltern oder sie hatte einen Lehrer, mit dem sie gar nicht klarkam. Dann kann sein, dass ihr Kind ihr irgendwas zeigt aus diesem Thema. Ja? Und da kann sie für sich in dieser Verbindung nur was ändern, wenn sie an sich arbeitet, wie es ihr geht. Und diese Verbindung, die du da quasi ausnutzt, oder ausnutzt ist ein komisches Wort, die du benutzt, um quasi mit deinem Spiegelbild zu arbeiten, dieses Feld, wenn man so will, man kann es vielleicht auch Nullpunktfeld nennen, das siehst du jetzt als die Matrix, oder was ist jetzt genau die Matrix? Genau, das ist dieses große Feld an Informationen, wo alles drin enthalten ist, was in einem Thema eine Rolle spielt. Na, und das kann in diesem Thema jetzt eine Person sein. Also da sind alle verknüpften Informationen mit enthalten. Und in diesem Doppelspaltexperiment wird es auch nochmal schön gezeigt, dass diese Möglichkeiten,
und die Informationen sind alle gleichzeitig vorhanden. Die stehen in Superposition zueinander. Das ist so, wie wenn ich jetzt mir das bewusst mache, ich kann da irgendwas tun, ist, ich schalte den Radio ein. Ich gehe auf Empfang. Wenn ich jetzt mich auf die Möglichkeiten wieder einlasse, dann ändere ich zum Beispiel den Sender, die Frequenz. Auf jeder anderen Frequenz kriege ich eine andere Information. Sie sind aber alle gleichzeitig da. Die hören wir ja vorher auch nicht. Die sehen wir nicht, die spüren wir nicht, die riechen wir nicht, schmecken wir nicht, aber sie sind immer da. Ich meine, ich tue mir ein bisschen schwer mit, also in letzter Zeit wird das Doppelspaltexperiment ja wirklich sehr weit interpretiert und ich sehe da jetzt den Zusammenhang nicht, weil das Einzige, was ich jetzt vom Physikunterricht behalten habe, vom Doppelspaltexperiment, ist, dass ein Interferenzmuster sich zeigt und das ist sehr erstaunlich, weil Licht somit auch als Welle aufgefasst werden kann, nicht nur als Teilchen, aber wie das jetzt dann mit diesem Thema zusammenhängt, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. In diesem Experiment sind eben auch diese Möglichkeiten aufgezeigt. Solange das als Information unterwegs ist, ist es ja nur eine Möglichkeit. Sobald ich mich mit Matrix aber, in diesem Doppelspaltexperiment geht es ja auch darum, dass eine Messung gemacht wird. Das heißt, dass man beobachtet, ein Teilchen, das abgeschossen wird, wie verhält sich das, wenn es durch diesen Spalt geht? Trifft es sich vorher mit einem anderen? Geht es erst vor die Wand und dann dahinter? In diesem Moment, in dieser Messung von einem Punkt zum anderen, sind wir als Beobachter im Feld mit drin. Und in diesem Moment verhält es sich nicht wie eine Welle, sondern wie ein Teilchen und trifft so auf die rückwärtige Wand. Und das ist das, wo wir mit Matrix eben uns als Beobachter einschalten und diese Messung machen, diesen Raum beobachten und damit eine Intention auch mit eingeben, das heißt einen Impuls an die Seele. Lass doch diese Emotion zum Thema zum Beispiel einmal los. Wie ist es denn dann? Ja, also wir können aus einer Möglichkeit eine Realität machen. Und das Ziel ist, aus einer Wahrscheinlichkeit, aus einer Möglichkeit in eine Wahrscheinlichkeit zu kommen und diese immer wahrscheinlicher zu machen. Auch übersetzt aus einem Wunsch, den wir ja so kommunizieren, wir haben das nicht, ich wünsche mir das ja so sehr, in ein konkretes Ziel umzuwandeln, indem ich dann weiß, okay, dort gehe ich hin. Wie ich da hinkomme, finde ich aus. Das geht auf jeden Fall. Wenn ich mir aber etwas wünsche, dann habe ich wieder den Spiegel zum Beispiel in der Matrix. Ich wünsche mir etwas, damit sage ich, ich habe das nicht. Ein Beispiel ist, wenn ich mir jetzt als Mann zum Beispiel einen tollen Rennwagen wünsche, den sehe ich immer im Autohaus stehen, fordert vorbei, vielleicht gehe ich auch mal rein, setze mich mal rein und denke, oh, den hätte ich so gern. Dann habe ich ihn nicht. Damit sage ich, ich habe ihn nicht, sonst würde ich ihn mir nicht wünschen, oder? Wenn ich mir das Auto gekauft habe, ist mein Nummernschild dran, ich stehe im Brief, dann wünsche ich mir diesen Wagen nicht mehr. Und das ist der Unterschied zwischen einem Wunsch und einem klaren Ziel, dass ich weiß, dort gehe ich hin. Und wenn ich mir etwas wünsche, dann habe ich einen Zweifel drin. Dann kriege ich das auch noch nicht in die Umsetzung. Und solche zugrunde liegende Wünsche können in der Matrix zum Beispiel bearbeitet werden, dass wir die rausnehmen. Dass sich nicht immer wieder diese Schleife bildet durch den Spiegel, ich habe das nicht, ich habe das nicht. Weil die Matrix dann sagt, prima, du sagst mir, du hast es nicht, spiegel ich dir, kriegen wir nicht in die Umsetzung, du wirst diesen Wagen nicht kriegen. Also das heißt, was mache ich dann, um den Wagen zu bekommen? Ich stelle mir vor, ich hätte ihn schon. Jetzt sind wir beim Wünschen. Naja, also du hast jetzt damit angefangen. Also, ja, okay. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend an der Stelle. Also der grundlegende Gedanke dabei ist jetzt einfach, um diese Spiegelung nochmal zu zeigen in der Matrix, dass wir das auch dann gezeigt bekommen, okay, du wünschst dir das, damit sagst du, du hast es nicht. Und wenn ich immer in diesem Wunsch drin hänge, werde ich das auch nicht umgesetzt kriegen. Ja, wenn ich aber mir etwas wünsche, in dem Sinne, dass ich sage, okay, den Wagen kriege ich, den fahre ich und das Thema ist erledigt. Wie das passieren wird, sehe ich dann. Dann kann das seinen Weg finden. Wenn ich aber solche zugrunde liegenden Wünsche mitlaufen habe, dass ich mir dadurch wünsche, zum Beispiel Anerkennung zu erfahren, ja, dann schicke ich raus, ich habe keine Anerkennung, ich kriege keine Anerkennung, wunderbar. Die Matrix sagt, gut, dann brauche ich ja nichts zu tun. Ja, lassen wir es dabei, du kriegst keine Anerkennung. Wenn ich das dann damit aber
indem ich mich als Beobachter einschalte und einen Impuls an die Seele gebe, lass doch diesen Wunsch, dieses Bedürfnis danach los, dass ich nicht diese Endlosschleife drin habe in der Spiegelung, dann kann es in die Umsetzung kommen. So Sachen sind uns ja nicht bewusst, ja. Dass ich mit diesem Wagen zum Beispiel Anerkennung verbinde, das ist vielen nicht klar. Und das muss ich ja auch gar nicht wissen, ich kann aber mal danach fragen. Wie fragt man da? Dann eben loslasse und das Thema freier kriege, damit es einen Weg finden kann, sich umzusetzen. Ja, aber das heißt, okay, ich wünsche mir jetzt einen Wagen und weiß gar nicht, dass es da eigentlich um Anerkennung geht oder irgendein Minderwertigkeitskomplex. Und wie kann ich dann quasi aus diesem Endlos Kreislauf herauskommen? Ich meine, wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, und auch nie irgendein entsprechendes Buch in die Hand nehme, dann wäre ich natürlich ewig drinbleiben. Aber was wäre jetzt der Weg raus? Deiner Meinung nach? Also wenn wir jetzt bei der Matrixarbeit bleiben, dass wir eben zum Beispiel gucken anhand von gibt es so ein paar Tools, die wir ja so als Rahmen zur Verfügung stellen, wo zum Beispiel solche zugrunde liegende Wünsche abgefragt werden können. Ja, dass ich eben gucke, ist da ein Wunsch drin, den wir hier immer loslassen können, damit das Thema freier wird und sich verändern darf. Weil solange ich in dieser Endlosschleife bin, kann es ja nicht in die Umsetzung kommen. Okay, was ich jetzt sehr interessant finde, ist, was du vorher gemeint hast, wenn ich jetzt quasi mir was wünsche und dann quasi hinaussende, ich habe es nicht, dann reagiert die Matrix, nennen wir es einfach so, mit, okay, gut, wunderbar, du hast es nicht und brauchst es auch nicht. Oder, ich meine, ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich versuche es jetzt für mich so zu verstehen, dass dieses Feld oder die Matrix oder wie auch immer, Dinge war, also unser wahres Wesen, wenn man so will, wahrnimmt und auf dieses Wesen reagiert. Und wenn wir unser Bewusstsein nicht so weit entwickelt haben, dass wir quasi unsere unbewussten Emotionen und Gedanken bewusst gemacht haben, dann passieren uns ständig Sachen, die wir gar nicht wollen, vermeintlich, aber wir checken nur nicht, dass wir das die ganze Zeit ausschicken. Das heißt, dass eigentlich der Beginn der Arbeit mit der Matrix damit anfängt, dass ich einmal so ziemlich alles aus dem Keller hole, was ich da angesammelt habe, was ja ziemlich unangenehm sein kann. Also es kommt immer darauf an, es ist ja die geschickte Sache, eben, ich finde es auch immer ein ganz tolles Intuitionstraining, dass wir gar nicht wissen müssen, was ist jetzt da wirklich ein Thema drin. Das ist auch was ich jetzt zum Beispiel unheimlich schnell wahrnehme, wenn ich jetzt mit jemandem arbeite, dass ich das dass ich mich darauf einlasse, wenn ich eben frage, wie fühlen Sie sich zu dem Thema, wie geht's Ihnen damit, dass ich das dann auch gucke, wie kommt das bei mir an und das dann eben so auch benenne. Und es ist zum Beispiel auch manchen nicht klar, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, fällt mir gerade drauf, was hattest du gefragt? Also die Frage war ganz einfach, ich versuche jetzt einfach zu verstehen, wie diese Arbeit genau funktioniert und so wie ich es verstehe, geht es darum, dass man seine unbewussten Aussendungen, die man da in das Universum schickt oder in die Matrix unter Kontrolle bringt bzw. bewusst macht, um sich dann überhaupt erst richtig das wünschen oder okay. Also okay. Ich glaub, um es in Kohärenz zu bringen mit dem, was ich wirklich will und dem, was ich aber unbewusst irgendwie ausschicke. Also dass ich diese beiden Dinge in Einklang bringe. Also das ist jetzt nicht unbedingt Ziel der